Dann sind wir wieder im Buddy-Look mit zwei Sachen. Wir schauen heute mal gemeinsam mit Sven Lorenz von Undervalued Shares in die Zukunft und zwar ein bisschen in die Glaskugel. Wir schauen mal nach 2020. Dazu haben wir uns extra die gleiche Frisur gemacht, das gleiche Hemd angezogen. wir wollen das natürlich aber so machen. Für nächstes Jahr ist ja vieles schon klar. Für die eine Seite ist klar, die Welt geht unter und für die andere Seite ist klar, man muss die klassischen Aktien haben. Also man muss die Coca-Colas und Apples dieser Welt haben, was wahrscheinlich keine dumme Idee ist, aber... Vermutlich. Und das ist das Aber. Mhm. Es gibt natürlich viele, viele spannende Dinge außerhalb dieses, ich nenne es mal Mainstreams, wo man mal hinschauen könnte und wer wäre eben dazu besser geeignet als Sven, weil du ja prinzipiell nicht so... Ja, also das ganz Normale machst, ne? Sondern du schaust immer ein bisschen über den Tellerrand hinaus, auch durch deine Reisen. Und deswegen haben wir euch heute ein paar spannende Stories mitgebracht, was im Jahr 2020 interessant werden könnte. Bleibt also unbedingt dran, sonst verpasst ihr hier was. Lieber Sven, du bist viel in der Welt unterwegs und dadurch kommst du ja auch auf spannende Dinge. Du hast hier im Kanal ja schon ganz häufig von Aktien berichtet, von Ländern, wo man normalerweise nicht so hinschaut. Und als ich dich kürzlich anrief und gesagt habe, Mensch, können wir nicht gemeinsam so ein Video machen? Sagst du, ja, das ist eine tolle Idee, weil ich habe auch schon ein paar Ideen. Und jetzt bist du da und hast auch ein paar spannende Sachen mitgebracht. Und lass uns einfach mal so darüber sprechen. Wir können die natürlich jetzt nicht in der Tiefe, also wir können jetzt nicht sagen, okay, das und die Aktie, sondern wir wollen mal Themen anreißen. Ja. Also was gibt es für Themen, die einfach im Jahr 2020 spannend werden könnten? Und interessanterweise ist, das hast du jetzt, als wir uns vorhin unterhalten haben, auch gesagt, niemand ist so richtig bewusst, wir beginnen ein neues Jahrzehnt. Absolut, ja, was ja an sich auch schon wieder aufregend ist. Total spannend. Und wenn man mal so 10 Jahre zurückblickt und sich überlegt, also wie sah so dein iPhone vor 10 Jahren aus und was könntest du heute mit deinem iPhone überhaupt noch machen, wenn du das von damals behalten hättest? Jetzt sieht's so aus. Ja, also in 10 Jahren tut sich ja viel und was so das ganze Thema Investmentideen anbelangt, habe ich natürlich, dadurch, dass ich quasi die meiste Zeit mit meinem Blog und mit Recherchen verbringe, habe ich natürlich einen gewissen einen Fundus an Ideen, die ich so fortlaufend verfolge. Und ich hatte mir, also schon bevor du mich angesprochen hast, hatte ich mir schon eine Liste gemacht, was sind denn so Ideen für das nächste Jahr, die man sich mal anschauen müsste, die andere Leute noch nicht so auf dem Radarschirm haben. Also ich habe ja dieses Jahr mit Gazprom sehr gutes Geld verdient, auch meine Leser, dadurch, dass man eben, wir haben in Russland investiert, als noch keiner da hingeschaut hat. Jetzt spricht man wieder drüber, aber die Aktie hat sich schon wieder verdoppelt. Und dann ist natürlich die Frage, wo ist denn das nächste Thema, wo im Moment keiner drüber spricht oder das kontrovers ist oder wo die Leute irgendwie Angst haben oder sonstige Bedenken. Und da haben wir mal eine Liste zusammengestellt mit Themen, die würde ich alle als Rechercheprojekte beschreiben. Also wir haben da jetzt keine konkreten Aktien in der Regel. Ich sage auch nicht, dass diese Themen alle jetzt schon völlig ausgegoren sind auf meiner Seite, aber das sind mal so Dinge, die ich auf dem Radarschirm habe und wer nach neuen Ideen sucht und Anlagegebieten, die eben noch nicht abgegrast sind, wo nicht schon jeder irgendwie seine Nase reingesteckt hat, dann haben wir, glaube ich, heute ein paar ganz gute Ideen. Okay, dann lass uns auch mal anfangen. Das erste Thema, ganz klar, über was wir sprechen müssen, das hängt schon mit deiner Wohnsituation zusammen. Und unseren früheren Videos. Und unseren früheren Videos. Ist natürlich das Thema Brexit, das ist Großbritannien. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht auch neu dazugekommen sind. Du wohnst auf der Kanalinsel Sark. Hat auch jemand dann das letzte Mal gleich geschrieben, ja, da, wo die ganzen Steuerflüchtlinge wohnen. Wir zahlen dort Steuern, wir zahlen halt nur weniger, weil unser Staat schlank ist. Genau. Und du hast ja auch lange in London gelebt. Ja, genau. Und jetzt lass uns mal über den Brexit sprechen. Ja. Jetzt ist der Brexit ist im Grunde genommen jetzt eine Tatsache. Was passiert da jetzt gerade? Wie ist die Stimmung in Großbritannien? Und wo könnten sich da eventuell Chancen ergeben? Also in Großbritannien herrscht im Moment zumindest bei vielen Leuten, nicht bei allen, man kann das ja nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber es herrscht jetzt eine gewisse Aufbruchstimmung. Es ist jetzt klar, der Brexit wird gemacht und Boris Johnson hat ja nicht nur im Hinblick auf Brexit eine Position, sondern hat auch diverse andere Positionen. Und da würde ich jetzt einfach mal so etwas breit zusammengefasst sagen,
England geht in Richtung mehr Markt, mehr Marktwirtschaft, weniger Regulierung, niedrigere Steuern. Das sind so die Themen, die da jetzt in der Pipeline sind. Ein Thema, was meines Erachtens in den nächsten Monaten, da spricht noch keiner drüber, aber was jetzt ganz groß kommen wird, ist Abbau von Regulierung in England. Und zwar gibt es da einige Regierungsberater, die da schon arbeiten und die sind auch bekannt dafür, die hat noch keiner so richtig auf dem Radarschirm. Also ich glaube, dass es eine ganz große Deregulierungswelle in England geben wird. Und es gibt auch diverse historische Statistiken und wissenschaftliche Untersuchungen von Volkswirten und so weiter und so fort, was halt eben so mit Volkswirtschaften passiert, wenn mal eine große Deregulierungswelle kommt und Abbau von Steuern und so. Und Reagan, also das, also und es ist immer alles kontrovers, man kann immer alles so und so sehen. Aber im Grunde genommen ist es so, dass sich meines Erachtens in England gerade eine Investitionswelle anbahnt. Also vor der Wahl jetzt schon gab es ja schon eine Rekordwelle an Übernahmen. Also ausländische Investoren haben sich in großem Stile britische Unternehmen eingekauft. Da wird es jetzt meines Erachtens noch mehr geben. Das ist dann wieder an der Börse interessant, Übernahmekandidaten. Die Börse ist extrem billig durch diese ganze Brexit-Hysterie, die jetzt in den letzten Jahren geschürt wurde. Durch das Pfund auch. Das Pfund notiert nach wie vor so ungefähr 15% unter Kaufkraft. Und die Börse notiert ungefähr 25% unter dem Weltbewertungsstandard. Also die ist im Moment hinter dem Rest der Welt deutlich zurückgeblieben. Und es ist noch stärker der Fall bei Unternehmen, die sehr stark auf den einheimischen Markt fokussiert sind. Da sind die Aktien im Moment so billig wie zuletzt Anfang der 90er Jahre, also so das Billigste seit 30 Jahren. Und wenn man diese niedrige Bewertung nimmt, verbunden mit, da kommt jetzt Klarheit zumindest, und meine These ist, da kommt jetzt auch Aufbruchstimmung, dann ist da eine interessante Konstellation am Kochen. Und gerade jetzt auch die letzten Tage sind die ersten Kommentatoren eben auch in den Medien aufgetreten, die gesagt haben, englische Aktien muss man sich jetzt mal ganz aktuell und ganz akut anschauen. Und ich habe dir ja auch mal geschickt, es gibt von Goldman Sachs die große Einschätzung. Goldman Sachs hatte sich im August schon angefangen zu drehen und die haben jetzt die Devise ausgegeben, dass im Jahr 2020 die britische Börse eines der ganz großen Anlagethemen sein wird. Und die sind ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Nein, und Goldman trommelt ja jetzt seit Monaten jetzt schon dafür und sagt, kauft euch in England ein. Also das, was sie ihren wirklich großen Kunden auch schicken. Und die Kurse sind auch schon hochgegangen, also es hat schon angefangen. Ja. Genau, es geht schon los. Wie ist es? Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass die Wohnimmobilien im Luxusbereich, gerade in London, war ja ein bisschen unter Druck geraten, 20-30% teilweise zurückgekommen. Jetzt gab es etliche deutsche Immobilieninvestoren auch, die gesagt haben, okay, jetzt gehen wir nach England, jetzt kaufen wir. Wie ist da die Situation? Weißt du da? Hat sich jetzt die letzten Tage schon gedreht, also die Medien sind jetzt auch gerade voll. Man muss realistisch sagen, ich meine, die Wahl war jetzt vor ein paar Tagen, bevor wir dieses Video hier machen. Aber im Luxussegment gab es da eine aufgestaute Nachfrage, die hat sich jetzt schon angefangen zu entladen. Und dann ist es halt so, dass in London die Preise für Neubauimmobilien, Neubau-Luxusimmobilien, die waren ja teilweise um bis zu 50% gefallen. Und das Pfund ist noch unter der Kaufkraftparität. Also da werden weiterhin meines Erachtens Leute auf Einkaufstour gehen und Schnäppchen machen. Und jetzt ist auch mal so ein gewissen, die Panik ist jetzt mal weg. Also es ist jetzt einfach irgendwie, alle haben sich mal damit abgefunden, auch die dagegen sind, bis auf wenige Ausnahmen. Und da geht es jetzt wieder voran, kann man. Wir hatten ja schon beim letzten Video darüber gesprochen. Es ist so ein bisschen wie damals bei im Jahr 2000. Auch da Riesenpanik und die Welt geht unter und dann hoppla, sie ist gar nicht untergegangen. Und danach hatten wir eine tolle Zeit in den 2000er Jahren. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder kommen. Ne? Also, dass gerade in England Deregulierung und man wird sehen, oh, es läuft dann doch besser als mit der EU. Ja, und stell dir mal vor, es läuft besser als in der EU. Das mag man sich ja gar nicht vorstellen. Meine These ist ja, dass Investieren in England eine richtige Modeerscheinung wieder werden wird. Vor dem Hintergrund, es ist eben gerade nicht Teil der EU. Da muss man sein. Das dauert mal noch ein oder zwei Jahre, aber da kommen wir wieder hin. Definitiv. Und ich sage das auch ganz ehrlich, also ich zum Beispiel auch bin durchaus auch daran interessiert, Gelder außerhalb der EU zu halten. Nicht aus Steuergründen, sondern einfach sagt, okay, das ist irgendwie sicher. Und da ist England natürlich, man ist schnell hingeflogen, man ist schnell da, man hat hohe Rechtssicherheit, macht natürlich absolut Sinn. Es ist ein sicherer Hafen für alle Leute, die gewisse Sorgen haben. Also
ich bin jetzt keiner der Untergangspropheten, was europäische Banken anbelangt, aber wer diese Sorge hat, der kann sich schon mal überlegen, ob er nicht in England sich ein Standbein zulegt. Mhm. Das ist, super. Das ist überhaupt auch ein gutes Thema. Es gibt ja Branchen, die momentan gehasst werden. Mhm. Du hast eine schon genannt, das sind europäische Banken. Mhm. Auch da liest man in den letzten Tagen von einigen sehr, sehr guten Researchhäusern, die sagen, hey, schaut euch das mal ein bisschen genauer an. Da passiert ja durchaus ein bisschen was. Einzelne Aktien, UniCredit beispielsweise und so. Also gerade die Banken, wo man sagen würde, die sind völlig überschuldet, die Italiener und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viel, was passiert. Jetzt, weil die eben viel machen können, viel mehr machen können als beispielsweise Deutsche und Commerzbank. Es gibt aber noch mehr Branchen, die momentan gehasst sind. Hast du da eine Idee, was da passiert? Also ich denke, im Moment wird ja in Medien nichts heißer gekocht in Deutschland als das ganze Klimathema. Und natürlich hat es an den Kapitalmärkten jetzt auch Verschiebungen und Verwerfungen gegeben, was Energieaktien anbelangt. Mhm. Und es ist ganz interessant, sich mal anzuschauen, was so Insider und richtig erfolgreiche Investoren im Moment zulegen. Und da gibt es halt zum Beispiel den ein oder anderen Selfmade-Milliardär, der im Moment sagt, ich gehe jetzt in den Ölsektor rein, weil in der Ölbranche kann ich mir zum dreifachen Cashflow im Moment Unternehmen kaufen und sowas gab's schon lange nicht mehr. Und also ich bin ja allgemein der Meinung, dass, also über das Klimathema und was dagegen gemacht wird und bladibla, da kann man geteilter Meinung sein. Selbst wenn man voll auf diesem Zug aufspringt, ist es ja so, dass nicht innerhalb von 3 oder 4 Jahren irgendwie die gesamte Energieinfrastruktur ersetzt werden kann. Das wird Jahrzehnte dauern. Und insbesondere außerhalb der EU wird es noch länger dauern, denn also ich bin ja einer der Vorteile, den man hat, wenn man recht viel unterwegs ist oder einer der interessanten Erlebnisse, ist eben, dass man mal sieht, wie in verschiedenen Teilen der Welt bestimmte Themen gesehen werden. Und man muss schon ganz klar sagen, wenn man nach Deutschland kommt, dann ist alles hier Klima, Klima, Klima. In Westeuropa wird auch ernsthaft drüber geredet. Und dann, wenn man sich aus Westeuropa wegbewegt, ist das alles eigentlich kein so großes Thema. Also mal etwas verallgemeinert ausgedrückt. Und die Umstellung der Energiebranche auf saubere Energien, da ist jeder dafür und das wird auch kommen, das ist auch, der Trend wird ja auch gepusht und so weiter und so fort. Aber das sind Projekte, da wird es um Jahrzehnte gehen. Das heißt, also wir werden jetzt nicht in 5 Jahren kein Öl mehr verbrauchen. Und es gibt sicher reihenweise Unternehmen rund um die Welt, die im Moment an der Börse extrem günstig notiert sind, eben wegen dieser Diskussion auch gerade in Europa. Und dann würde ich sowas dann halt mal am Cashflow messen. Und wenn ich irgendwie was kaufen kann mit einer Cashflow-Rendite von 30% und ich davon ausgehe, dass in 3 Jahren diese Energieform immer noch benötigt wird, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Geschäft. Und wenn ich dann noch sehe, also in Amerika war jetzt gerade der Sam Zell in den Medien, das ist ein Selfmade-Milliardär aus dem Immobilienbereich, der hat dann mal alles verkauft. So eine REIT-Firma hat er lange genau, lange ja, gehabt, ja. Und ist im Grunde genommen sein Leben lang immer antizyklischer Investor gewesen. Der war immer antizykliker. Und der war jetzt eben gerade im Fernsehen, hat gesagt, Ölaktien. Da gibt es verschiedene Kategorien und so. Aber was ich damit sagen will, ist das ganze Thema Energieaktien, die so ein bisschen gebeutelt wurden durch die Klimadiskussion. Da sollte man sich vielleicht auch mal ein paar Sachen näher anschauen. Also ich bin da zumindest dran. Okay. Habe natürlich auch schon einige Kandidaten im Kopf. Hätte ich jetzt nicht anders erwartet. Du hast gerade ein spannendes Thema gesagt, und zwar Sam Zell hat Immobilien-REITs gemacht oder einen großen Immobilien-REIT gemacht. Damit ist er, glaube ich, auch reich geworden. Und Immobilien, ja, in Deutschland ein heißes Thema. Mietpreisbremse, Mietdeckel und so weiter und so fort. Und natürlich auch Handel. Man merkt das ja jetzt, wenn man in große Malls geht, auch hier in Deutschland. Viele Geschäfte laufen nicht mehr so gut, jetzt zur Weihnachtszeit ohnehin, da läuft es nochmal, aber das merkt man schon, ganz viel geht in den Onlinehandel hinein. Und da hat man jetzt auch in Amerika, du warst glaube ich auch ein paar Mal in Amerika in den letzten Wochen, Monate, hat man ja auch so dieses Sterben dieser großen Malls gesehen. Und jetzt sagst du aber, hey, könnte eine spannende Story sein. Ja, also ich hole mir natürlich auch Ideen von anderen Leuten und gehe zu diversen Events, um mal immer so zu hören, was machen denn die richtig schlauen Leute so. Und war bei einem sehr interessanten Vortrag dabei, bei einer Value Investing Konferenz in New York, wo auf der Bühne war ein Panel von 3 der besten und größten Investoren im Bereich Distressed Debt, was heißt auf Deutsch, also so, Schulden, die unter Druck geraten sind. Ja. Und die wurden dann halt eben auch gefragt, was ist denn eure beste Idee fürs Jahr 2020 und darüber hinaus auch?
Und da war unter anderem der Andrew Herrenberg, der Gründer ist von Monarch Capital. Die haben 5 Milliarden Dollar unter Verwaltung, also die stellen in der Branche was dar. Und die haben gesagt, wir kaufen jetzt Einzelhandelsimmobilien. Die haben sich gerade 500.000 Quadratmeter Einzelhandelsimmobilien im mittleren Westen der USA angelacht, wo man so denkt, also das muss ja das totale Krisengebiet sein für Einzelhandelsimmobilien. Und also der macht es jetzt speziell über den Einkauf von Forderungen, die problematisch geworden sind. Das kann jetzt nicht jeder Einzelanleger so nachvollziehen. Aber wo ich dachte, also wenn jemand wie der sich drum kümmert, sich Einzelhandelsimmobilien zuzulegen, dann muss mich das Thema mal ganz dringend anschauen. Denn die Leute sind eben mit genau solchen extrem antizyklischen Ideen natürlich extrem reich geworden. Und die werden das auch genau analysiert haben. Also das ist eine Idee. Und bei dem Punkt fällt mir noch ein, es gibt an der Börse auch diverse Unternehmen, die so im Bereich, also Einzelhandelszentren, Shopping-Malls, Ketten und so weiter und so sind, die jetzt mit weniger als dem Immobilienwert gehandelt werden, der also quasi, wenn man das Geschäft schließt und man hat nur noch die Immobilien übrig, werden die teilweise nur mit der Hälfte von dem Immobilienwert gehandelt oder mit noch weniger. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Man kann jetzt nicht einfach so ein Shopping-Mall oder ein Kaufhaus in was anderes so mal ganz schnell umwandeln. Aber wenn sowas dann in Innenstadtlagen ist, so in großen amerikanischen Städten oder auch europäischen Städten, muss man sich das vielleicht mal näher anschauen. Und es gibt ja auch beispielsweise die Aussage von Leuten von Amazon, die sagen, ja, wir gehen auch jetzt in Innenstädte rein und Amazon eröffnet auch mittlerweile immer mehr Stores oder zum Beispiel Zalando in Deutschland eröffnet immer mehr Stores, weil man sagt, okay, online ist das eine, aber man will zum Beispiel auch, die Stores sind halt bloß anders als früher, aber dass man sagt, okay, es wird jetzt so eine Kombination geben, dass plötzlich die Onliner auch wieder Offline-Geschäfte machen, weil das Online-Handel beherrschen sie und das bisschen Offline, sagen sie, können wir auch noch mitmachen. Und Innenstädte werden tendenziell nicht aussterben, sie werden bloß anders, sie werden ganz anders werden halt. Genau, ja, und die Leute wollen, also es ist ja nicht so, als würde jeder nur daheim sitzen wollen und irgendwie Pakete in Empfang nehmen. Und dann ist es natürlich auch wieder von Land zu Land sehr verschieden. Also ich habe jetzt gerade über Polen zum Beispiel gelesen. Dort ist es einfach so, dass das Zustellsystem nach wie vor so problematisch ist, dass die Leute online bestellen und sich dann im Geschäft abholen. Und dann das Geschäft ist halt eben oft in einem Shopping-Mall und dann gehen sie auch noch essen und gehen ins Kino und so weiter und so fort. Also der Online-Handel ist auch nicht überall gleich groß. Und also meine These ist ja sowieso, oder meine Vermutung ist, dass vielleicht auch irgendwann einfach mal wieder so eine gewisse kleine Gegenbewegung kommt oder eine gewisse Gegenbewegung, dass man mal vielleicht auch wieder mehr in der realen Welt machen will, als immer nur vorm Rechner alles. Also ich gehe gerne in Geschäften einkaufen und ich kann ja nicht der Einzige sein. Also insofern, Einzelhandel wird nie ganz weggehen. Also und wenn man jetzt solche Objekte und Unternehmen an der Börse für ein Apfel und ein Ei nachgeschmissen bekommt, ist es zumindest mal analysierenswert. Auch hier, ich schaue mir natürlich schon wieder ein paar bestimmte Sachen an. Also da, ich spreche jetzt hier nur über Themen, wo ich sage, da gibt es auch ein paar echt interessante Aktien, wo ich aber auch noch nicht zum allerletzten Schluss gekommen bin, weil ich das noch im Moment noch analysiere. Genau. Und wie gesagt, es geht jetzt nur darum, dass wir einfach mal so ein bisschen ein paar Ideen in den Ring werfen und sagen, okay, wo könnte man mal hinschauen, was könnte spannend werden. Man muss ja nicht in der ersten Januarwoche loslaufen und alles kaufen. Genau. Sondern, und wer interessantes Feedback hat, also wir sind da ja auch immer ansprechbar und wir sind immer dankbar für Anregungen aus dem Leserkreis. Genau, da kann man sich was anschauen. Jetzt hast du ein spannendes Land genannt, nämlich bis Ende der oder Anfang der 90er Jahre war es ja so, Deutschland war einfach der wichtigste Partner der Amerikaner in Europa, vielleicht noch mit Frankreich und England. Und mittlerweile verschiebt sich das ja so ein bisschen, unter anderem etwas östlich nach Polen. Ja. Und du sagst jetzt auch, Mensch, Polen könnte ganz spannend sein. Jetzt würde jeder sagen, Polen, ich kenne keine einzige polnische Firma. Und als du mir das geschickt hast im Vorfeld, habe ich auch mal überlegt, kennst du eine polnische Firma? Und ich musste meiner Schande gestehen, nein, kenne ich nicht. Aha. Aber ich habe zum Beispiel Freunde aus Polen und habe in den letzten Jahren so mitbekommen, wie der Verdienst sich in Polen entwickelt hat. Und wow. Also absolut. Diese polnischen Spargelstecher, die ja nach Europa, nach Deutschland kommen, die kommen alle nicht mehr, weil sie sagen, nee, das Geld verdienen wir mittlerweile auch locker in Polen zu Hause. Ja. Und es gibt, das habe ich gelesen und kann ich mir vorstellen, es gibt mehr Deutsche, die mittlerweile in Polen arbeiten, als Polen, die in Deutschland arbeiten. So, also gerade so im Grenzgebiet, ganz spannend. Warum ist Polen aus deiner Sicht, oder warum könnte das spannend werden? Wie gesagt, nochmal, ne? Also jetzt nicht losrennen, Polen-ETF kaufen, sondern einfach nur mal
sich Ideen machen. Ja, ja. Also Gedanken machen. Ich bin ja auch aufgewachsen zu einer Zeit, wo man noch Witze machte über Autos, heute gestohlen, morgen in Polen und so weiter. Da gab es ja immer vielerlei Vorurteile und so weiter und so fort. Was du ansprachst mit den Einkommensverhältnissen, es ist total spannend, sich mal die langfristige Wirtschaftsentwicklung von Polen anzuschauen. Die wachsen seit 30 Jahren ununterbrochen. Und selbst in der Finanzkrise 2008, 2009 war Polen das einzige Land in der EU, das nichts auf, also keinen Rückgang hatte. Die haben da nicht wirklich einen auf den Deckel. Das Land wächst und wächst und kam natürlich auch von einem niedrigen Niveau. Aber die erreichen jetzt ein Niveau, wo sie meines Erachtens auf einmal ernst genommen werden. Und also ich war auch unter anderem gerade in Washington. Und da ist durchaus die Stimmung so, dass man also zumindest in einigen politischen Kreisen im Moment sagt, also Polen ist ein sehr wichtiger zukünftiger europäischer Partner. Denn unter anderem versteht man sich mit denen auch extrem gut. Und wenn man sich dann mal noch so ein paar Prognosen anschaut für Polen für die nächsten Jahre, als eines der wenigen osteuropäischen Länder haben die halt auch eine große Bevölkerung. Es hilft halt, wenn man auch mehr als 40 Millionen Leute hat. Es ist einfach eine kritische Masse, nicht so wie diverse andere kleine Länder da drüben. Und da bahnt sich meines Erachtens im Moment eine interessante Entwicklung ab. Also die polnische Börse hat 432 börsennotierte Unternehmen. Da ist richtig Auswahl. Da sind auch gestandene Unternehmen dabei. Und der Markt ist definitiv unteranalysiert. Und das fängt ja schon mal mit der Sprache an. Es ist fast alles in Polnisch. Das sprechen halt eben mal nur Polen. Das Land ist noch nie so richtig auf dem Radarschirm aufgetaucht, hat ja auch gewisse Imageprobleme. Also in Deutschland wurde dann ja das mal durch den Kakao, also durch die Presse gezogen, die nehmen keine Flüchtlinge auf. Mhm. Aus der Sicht der Polen ist es wieder ganz anders, denn die haben 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Also da gibt es ja immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. Ich sehe die Polen als sehr gut positioniert an und die ganzen wirtschaftlichen Kennzahlen sind beeindruckend und dann ist eine große Auswahl an der Börse und keiner schaut drauf. Also drum sage ich, da muss man dringend sich mal umschauen. Ja, okay, super. Also, nächster spannender Punkt. Wenn wir einmal bei Ländern sind, Sven, wenn wir jetzt schauen, wir hatten es in einem anderen Video schon mal ganz kurz darüber gesprochen, es gibt ja immer Länder, die gerade nicht geliebt werden. Mhm. Vorsichtig ausgedrückt. Und das bietet aber manchmal, wenn sie eine gewisse Größe haben, ja durchaus Chancen. Also wir brauchen jetzt nicht über Zimbabwe reden oder sowas. Aber du hattest das mit der Studie von Gazprom damals auch gemacht. Russland definitiv im Westen, sowohl in Europa als auch in Amerika, nicht geliebt. Mhm. Aber tolle Chancen gehabt. Die russische Börse im Jahr 2019 sehr, sehr gut gelaufen. Und gibt es da Länder, wo du sagst, könnte spannend sein fürs nächste Jahr? Und natürlich sowas, wenn wir sagen 2020, dann ist es ja auch immer, dass man im Grunde kann sich sowas auch entwickeln, kann dann die nächsten 2-3 Jahre einfach spannend werden. Ja. Also wie du ja schon andeutest, man muss da ganz klar unterscheiden zwischen Exotenländern und so krisengebeutelten Ländern, dass die nie wieder, also so Kriegsländer und so weiter. Also das braucht keiner und da kommt man ja auch als Anleger eigentlich kaum ran. Aber es gibt doch immer wieder große... Ich muss ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich den kurzen Einwurf da machen darf. Ne? Als Florian Homm bei uns war, der hat ja auch ein paar Leute, die er kennt, hat er zum Beispiel erzählt, dass in Bagdad während des Krieges wurde das Hilton Bagdad verkauft für 5 Millionen Dollar. Und jetzt ein paar Jahre später wurde es weiterverkauft für 80 Millionen Dollar. Jetzt möchte ich nicht zwingend, also wer hat schon auch die Möglichkeiten, da überhaupt zu investieren. Aber das sieht man natürlich auch mal, über was wir dann reden. Also wir reden am normalen Aktienmarkt über 8-9% im Jahr, was auch langfristig eine tolle Performance ist. Aber diese wirklich exorbitanten Gewinne, die entstehen natürlich immer aus Situationen heraus, wo der normale Anleger sagt, bloß nicht. Vielleicht noch nicht mal dran denken, selbst wenn man ihn darauf hinweisen würde, wo er sagt, um Gottes Willen, ja nicht. Ja, aber eben der normale Anleger kommt an bestimmte Länder relativ leicht ran. Also wir sprachen ja Russland zum Beispiel, die Deutschen sind in der glücklichen Situation, dass es einen Freiverkehr gibt an der deutschen Börse, wo 10.000 ausländische Aktien gehandelt werden. Und da gab es zum Beispiel eben schon immer viele russische Aktien. Und als Russland jetzt vor einem Jahr total out war und die Fundamentalbewertung von den Unternehmen so günstig war wie sonst nirgendwo auf der Welt, da hätte man günstig einsteigen können und hat jetzt mal relativ schnell sein Geld verdoppelt oder also stark gesteigert auf jeden Fall. Und da ist die Frage, wo auf der Welt ist im Moment ein Land, das zum einen einen schlechten Ruf hat,
einen denkbar schlechten Ruf und auch so ein bisschen vom Radarschirm runtergefallen ist, der Anleger, wo keiner so recht hinschaut, wo man aber relativ leicht an Aktien rankommt, so auch als Normalanleger. Und da lief mir bei der gleichen Konferenz, die ich vorhin schon erwähnte, da war auch Robert Königsberger, der ist der Gründer von einer Fondsgesellschaft, die heißt Gramercy und die sind spezialisiert auf Emerging Markets. Mhm. Und dessen beste Idee für 2020 war Argentinien. Mhm. Und der hat in der Vergangenheit in Argentinien schon extrem gute Geschäfte gemacht für seine Anleger. Also der kennt sich da auch aus. Und er hat so in einem Satz mal salopp ausgedrückt, also der hat es jetzt auf Anleihen bezogen, aber das Gleiche gilt für Aktien. Er hat gesagt, ja, die Anleihen sind früher mal von 100 auf 40 gefallen. Dann gingen sie wieder hoch auf 120 und jetzt sind sie wieder unten bei 40. Und für den ist Argentinien die große Idee für 2020. Und es gibt schon immer verschiedene große argentinische Unternehmen, die in New York an der Börse notiert sind, die in Deutschland im Freiverkehr gehandelt werden. Da gibt es diesen Ölkonzern YPF, da gibt es eine Landaktie, also so Landwirtschaft, Cresud heißen die. Da gibt es die Pampa Energy, ich glaube Wasserkraftwerke, also da gibt es reihenweise Sachen. Es gibt auch argentinische Banken, da wird es dann super extrem antizyklisch. vielleicht muss man da einfach mal wieder den Kurszettel durchstöbern und schauen, was da vielleicht interessant sein könnte. Ja. Wie gesagt, es sind alles immer nur Ideen, aber wenn jemand, der in so einem Land eine Historie hat für erfolgreiche Geschäfte und der 5 Milliarden auch verwaltet, wenn der sagt, Argentinien ist eine große Idee fürs nächste Jahr, dann werde ich hellhörig. Dann lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzuschauen. Das ist ja keine Prognose, auch genau. Der weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber dann lohnt es sich halt mal hinzuschauen. Mhm. Du hattest noch in deinem Blog jetzt kürzlich mal was Interessantes geschrieben, und zwar, wir haben ja jetzt gesehen, in Saudi-Arabien ist Saudi Aramco in die Börse gegangen, größter Börsengang aller Zeiten. Kann man, glaube ich, als Privatanleger momentan noch nicht kaufen, weil sie nur in Riyadh notiert ist. Aber du hast dann geschrieben, hey, insgesamt ist das Land ja auch ganz spannend. Auch das ja die Verkörperung des Bösen. Ja. Ja? Mhm. Und, aber da gibt es ja auch nicht nur Saudi Aramco, sondern da gibt es auch noch ein paar andere Firmen. Absolut, und das ist eigentlich das Überraschende. Also ich hatte in meiner Kolumne, die auf meiner Website ist, die kann auch jeder kostenfrei einsehen, habe ich eigentlich von Aramco abgewiesen, im Sinne von, die waren mir persönlich zu teuer. Das Interessante ist aber, also Saudi-Arabien, ich war da mal 2 Wochen, habe mir das mal alles angeschaut vor 1,5 Jahren, und also man lernt ja da immer vieles, wo man teilweise auch selber überrascht ist und sich dann hinterher fragt, wie konnte ich denn so ignorant sein und es nicht wissen. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass das ja von der Einwohnerzahl auch ein echt stattliches Land ist. Die haben da 22 Millionen Leute, was ja für ein Land im Nahen Osten, für diese Ölländer relativ viel ist, und dadurch haben die halt auch eine reale Wirtschaft außerhalb des Ölsektors, und dadurch, dass durch den Ölsektor natürlich da seit Jahrzehnten die Milliarden nur so reinbranden, gibt es da halt im Grunde genommen jede Branche, die man sich nur vorstellen kann, und die sind an der Börse notiert. Und Saudi-Arabien, die Börse hat eine Marktkapitalisierung vor dem Aramco-IPO schon gehabt von $500 Milliarden, was stattlich ist. Aber trotzdem nur die Hälfte von Apple beispielsweise. Genau, ja, absolut. Und an der Börse gibt es Elektrizitätsfirmen, Zementfabriken, eine Fitnessstudio-Kette für Frauen, glaube ich, Banken. Also da gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann. Und ich habe jetzt mal angefangen schon zu graben. Und es ist in der Tat so, dass die Aktien dort extrem billig sind. Und es ist unter anderem so, zum einen kaufen nur Inländer im Moment saudische Aktien. Es werden zwar einige Saudi-Aktien in Deutschland im Freiverkehr gehandelt, aber es ist definitiv ein Markt, wo Ausländer im Moment kaum hinschauen. Hat man ja auch bei dem Aramco IPO gesehen, da wollten ja die Ausländer nicht zeichnen, aus allen bekannten Gründen. Es gibt wenig Research. Die Unternehmen sind auch noch nicht so wahnsinnig transparent, wobei ich davon überzeugt bin, wenn man die mal besuchen würde, die würden mit einem reden und würden einem mehr erzählen. Und die Bewertungen sind extrem günstig. Und es ist definitiv so, dass sich das Land, also bei aller Kritik, die immer wieder geübt werden muss und so, da laufen Reformen. Also ich war vor 1,5 Jahren dort und da liefen die Frauen alle noch mit ihrer Abaya rum, mit ihrem Tuch. Habe mich gerade gestern mit einer Bekannten getroffen, die Saudi-Expertin ist. Und die hat mir gesagt, ja, also das muss man jetzt nicht mehr machen. Also die Frauen können jetzt auch ohne die Abaya durch die Gegend laufen. Also da tut sich was. Und das Aramco-IPO hat natürlich die Erwartungen nicht erfüllt, was also meine Erwartung war, dass das zu optimistisch angegangen wurde. Aber es ist jetzt halt mal börsennotiert. Und sie haben einmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht und haben sich ja auch gelernt, jetzt eben, also auf eine schwierige Weise gelernt, was man eben nicht machen darf.
ich bin da positiver gestimmt als andere und habe neulich mal diese Kolumne drüber geschrieben und bekam relativ viel böse E-Mails, wo ich nur wieder sage, das ist wahrscheinlich genau der richtige Indikator, dass man da mal mehr analysieren muss. Okay. Letzter Punkt, den wir vielleicht noch kurz ansprechen können. Wir leben in einem Umfeld niedriger Zinsen. Mhm. Die EZB als auch die Fed sind bereit, auch die Zinsen weiter zu senken. Und sie sagen ja, okay, wir werden die Zinsen erst dann wieder erhöhen, wenn wir bestimmte Inflationsziele erreicht haben. Mhm. Also diese 2% schweben da ja überall im Raum. Also die EZB sagt, wir wollen 2% haben, die Fed sagt, wir wollen 2% haben. Und seit Jahren erreicht man die nicht. Und das wird ja auch immer logischerweise begründet, wir haben so viel wahnsinnigen technischen Fortschritt, dass im Grunde alles immer günstiger wird und wir eigentlich ein bisschen in so einer Preisdeflation leben anstatt einer Inflation, außer eben natürlich bei bestimmten Gütern, da wird alles immer teurer, Versicherung und so weiter, aber bestimmte Güter werden halt günstiger. So, und jetzt ist die Story, die du mir, oder beziehungsweise die Idee, die du ja auch von irgendwo auf der Welt mitgebracht hast, dass man sagt, okay, Inflation ist im Grunde genommen out, aber vielleicht ja doch wieder. Genau, und ich fange das Thema mal so an. Lebenserfahrung ist ja sehr nützlich und wir sind ja beide jetzt schon in einem Alter, wo wir schon mal unsere Haare verloren haben. Weil wahrscheinlich wir halt wegen Anfang 30 unsere Haare verloren haben, deswegen sind wir jetzt hier aus mit Mitte 30. Genau. Also es hilft ja schon mal ein paar Zyklen durchlebt zu haben und es ist einfach immer wieder in der Tat so, dass die größten Gewinne genau da erzielt werden, wo sie keiner erwartet und es keiner vermutet. Und ich bin auch jemand, der immer wieder versucht, mal was Neues dazu zu lernen und mich da weiterzubilden, wo ich eben feststelle oder mir eingestehen muss, dass ich eben mich noch nicht so richtig auskenne. Und ich bin jetzt kein Experte für Zinsen, Inflation oder artverwandte Themen, habe aber jetzt mal angefangen, mich in das Thema einzulesen, weil keiner im Moment für möglich hält, dass es zu einer Inflation kommt. Und wenn das so gar keiner auf dem Radarschirm hat, dann kommen ja meistens irgendwelche Überraschungen zum einen. Und zum anderen ist es dann eben so, dass Finanzinstrumente, mit denen man auf eine Entwicklung spekulieren kann, die sind halt eben besonders günstig. Also stell dir mal vor, du hättest im Jahr 2005 oder 2006 dir Finanzinstrumente zugelegt, um auf ein Platzen der Hypothekenblase zu spekulieren. Die kosteten fast gar nichts, weil das hat keiner für möglich gehalten. Und dann kam halt die Finanzkrise auf einmal und dann haben natürlich die Leute, die da früh eingestiegen sind, haben einfach mal, was weiß ich, hundertfaches Geld verdient, um da so eine Zahl mal in den Raum zu werfen. Und wenn man sich dann mal anfängt, ein bisschen umzuschauen, gibt es schon Hinweise und auch clevere Leute, die sagen, also das Thema Inflation ist nicht so tot, wie das jeder denkt. Und ich habe mich da jetzt mal, also ich bin davon fasziniert, weil es eben einen ungewöhnlich breiten Konsens gibt, dass das Thema kein Thema ist. Mhm. Und das allein sollte eigentlich gemäß unserer hart erkauften Lebenserfahrung schon Grund genug sein, sich mal damit näher zu beschäftigen. Okay, spannend. Kann man sich auch Gedanken machen, was man da alles so anschauen könnte. Da fällt einem natürlich sofort ein Gold. Aber gibt wahrscheinlich auch noch die zwei, drei andere Dinge. Ich denke, da können wir auch in Zukunft einfach mal noch ein bisschen bei dir was lesen oder du kommst nochmal zu uns, wenn du da auch etwas mehr gefunden hast. Die letzte wöchentliche Kolumne von mir war über genau das Thema und hat da auch mehr Lesematerial. Also, Okay. Insofern. Also schaut da einfach rein. Ansonsten 2020, ich glaube, es wird ein extrem spannendes Jahr mit ganz, ganz vielen spannenden Entwicklungen. Allein schon der Wahlkampf in den USA. 3. November wird der nächste oder alte Präsident gewählt, je nachdem. Und genau, bei dem Stichwort kann ich noch eine neue Idee einwerfen, die kam mir jetzt gerade noch. Also bei dieser Investmentkonferenz in den USA, wo also wirklich viel hochkalibriges Publikum war, da war eines der ganz großen Themen, dass sie jetzt alle nach Europa schauen, weil da die Aktien günstig sind. Mhm. Und also früher ist ja immer so gewesen, Amerikaner haben den starken Home-Bias, also ich gucke mir nur amerikanische Aktien an und meine Volkswirtschaft ist sehr groß genug und Geld ins ferne Europa oder sonst wo zu schicken, war eigentlich nicht so das Thema. Und die sind jetzt da an dem Punkt angekommen, wo halt ihre eigene Börse gefühlt für viele so das Potenzial dann auch irgendwann mal erschöpft hat, wogegen es in Europa wahnsinnig viel Intransparenz gibt. Es gibt günstige Aktien, es gibt Situationen im Umstrukturierungsbereich, Übernahmebereich, die noch nicht ausgeschöpft wurden. Also ich glaube, dass viel amerikanisches Geld nach Europa kommen wird und wir haben hier in Europa etliche Chancen, Kann ich auch jetzt, wir haben uns im Vorfeld unterhalten und was mir auch in den letzten Tagen aufgefallen ist, als wir auch so ein bisschen Recherchen gemacht haben fürs neue Jahr, wenn man sich auch mal Charts anschaut, das ist ja immer das Einfachste, dass man so, man blickt erstmal durch viele, viele Charts, sieht man plötzlich, dass
trotz dieser ganzen Probleme, die man ja hier hat, viele Charts plötzlich wieder ganz gut ausschauen. Also in Deutschland der MDAX bricht gerade nach oben aus, und zwar aus einer fast schon zwei Jahrzehnte dauernden Range eigentlich, die sehr groß war, aber der jetzt gerade ausbricht. Wenn man sich den Eurostox anschaut, der sieht ganz gut aus. Selbst Branchen, die wahnsinnig verprügelt wurden, europäische Banken beispielsweise, sehen sehr, sehr nach Bodenbildung aus. Ja. Und es ist halt alles sehr, sehr günstig im Verhältnis zu den Amerikanern. Und deswegen, also meine These ist ja, wo möchte ich mit Blick auf die nächsten 20, 30 Jahre investiert sein, Europa oder Amerika? Da würde ich sagen Amerika. Wegen des Wachstums, wegen des Wachstums einfach, und weil einfach die Strukturen offener sind, weil es einfach nicht so verkrustet ist wie bei uns. Aber kurzfristig, die nächsten zwei, drei Jahre, könnte es durchaus sein, dass Europa jetzt wieder nach vorn kommt. Bin ich zu 100% bei dir. Und selbst der Euro hat ja jetzt, ist nicht mehr unter so roundabout diese 1,10 etwa. Viel tiefer ging es dann jetzt auch nicht mehr. Mal kurz auf 1,08 oder so, aber auch das könnte spannend sein. Ja. Und das sollte man sich auch übrigens mal dann anschauen, was macht der Euro? Weil viele unserer Gewinne, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, beruhen ja auch darauf, wir haben amerikanische Aktien gekauft und jetzt ist der Dollar auch noch stärker geworden. Das heißt, wir hatten ja einen doppelten Effekt. Doppelt, ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, nächstes Jahr dreht vielleicht mal der Euro, dann könnte auch das, müsste man sich mal wieder Gedanken machen, wie macht man das Ganze? Genau. Dann? Und der gleiche Effekt, den du gerade genannt hast, eben beim Pfund. Diese ganze britisches Pfund, ganz genau. UK-Geschichte, wenn man dann eben, wenn die Aktien steigen und die Währung steigt, besser geht's ja nicht. Okay. Lieber Sven, das war wie immer hat Spaß gemacht, sehr, sehr aufschlussreich und ich denke, ihr habt jetzt ganz, ganz viele Ideen mitbekommen fürs neue Jahr. Wie gesagt, das sind keine Kaufempfehlungen, rennt es nicht los, macht irgendetwas, sondern seht einfach das auch als Ideen, die ihr einfach mal durchdenken könnt. Seht es mal so, wo kann man denn mal schauen? Weil wenn ihr eben mehr Ertrag haben wollt als der Durchschnitt, dann müsst ihr eben auch was anderes machen als der Durchschnitt. Und wenn ihr heute sagt, ihr kauft euch heute eine McDonald's, eine Coca-Cola, eine Apple, eine Microsoft, dann macht ihr wahrscheinlich auf die nächsten 10 Jahre nichts falsch. Egal, ob die jetzt am Hochpunkt sind oder ob die noch weiter steigen, da werdet ihr auf 10 Jahre betrachtet nichts falsch machen. Oder wenn ihr ein ETF auf den S&P macht, da werdet ihr nichts falsch machen. Aber ihr werdet eben auch die Börse nicht outperformen. So, und wenn ihr eben eine Outperformance haben wollt, dann müsst ihr etwas abseits der üblichen Pforte einfach mal schauen und müsst euch einfach mal andere Gedanken machen. Und das sind eben dann in der Regel nicht so diese Schrottwerte aus Deutschland, wo man sagt, die sind jetzt in irgendwelche Bilanzskandale verwickelt oder sonst was. Habe ich von gehört. Also das, wir sollten jetzt keine Namen, bevor damit irgendwelche Kommentare kommen, sondern da muss man wirklich mal woanders hinschauen. Und die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, sind da, glaube ich, ganz spannend, um mal so den eigenen Kopf zu benutzen. Und wenn euch das mehr interessiert, wenn ihr da auch lernen wollt, wie kann ich meinen eigenen Kopf benutzen, wo muss ich hinschauen, wo finde ich gute Quellen und so weiter, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr geht natürlich bei Sven auf den Blog undervaluedshares.com und macht da diese Jahresmitgliedschaft. Jetzt, pass auf, ich habe es gelernt. $49. Jahresmitgliedschaft, $49. Lohnt sich, also wirklich ganz, ganz toll. Spannender als jedes Buch, was ihr lesen könnt. Oder natürlich die andere Alternative. Ihr kommt zu uns, tragt euch einfach ein kostenloses Beratungsgespräch. jensraube-termin, jensraube.de/termin. Und wir sprechen mal miteinander, wie wir euch helfen können, ein besserer Investor zu werden. Lieber Sven, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Ciao. In dem Moment. Punkt ist. Sehr gut.